Was waren die brennenden Themen bei Ihrem Gamification-Spiel und Lernen? Tisch, was wurde Ihnen herangetragen? Ja, wir haben ein paar spannende Diskussionen über die Realität in den Schulen gehabt. Das ist genau das Thema, was Sie jetzt hier besprochen haben. Die Realität ist, dass die Spiele ohne den Beitrag von Lehrenden entwickelt werden, ohne den Beitrag von Leuten entwickelt werden, die wissen, wie es genau in den Schulen gearbeitet wird. Und so ist es sehr schwierig, für Lehrende Spiele zu finden, die geeignet sind für den Unterricht. Wobei, Sie arbeiten in diesem Bereich. Haben Sie diese Spiele mitentwickelt? Oder es ist ja eigentlich, wenn man die Kompetenzen hat oder erworben hat, dann kann man ja auch mit Spielen arbeiten, die man nicht selbst mitentwickelt hat, oder? Oder habe ich jetzt das falsch verstanden? Geht es darum, dass die Inhalte in diesen Spielen nicht abgebildet sind oder die Methodik oder die Didaktik? Es geht darum, dass es die Inhalte nicht abdeckt. Es geht darum, dass es in den Lehrplänen nicht reinpasst. Es geht darum, dass es in den Rahmenbedingungen der Schulen nicht reinpasst. Es geht darum, dass es mit der Infrastruktur der Schulen nicht durchgeführt werden können. Und viele Spiele sind auch kommerziell und kostenpflichtig und es gibt auch kein Geld dafür. Also ich glaube, es sind sehr viele Faktoren, die berücksichtigt werden sollen, sodass es in der Zukunft funktioniert. Das heißt, entweder die Bundesregierung entscheidet sich dafür, das wäre eine gute Möglichkeit. Spiele einzuführen, beziehungsweise wir haben ja eine Stadtpolitik, die ja sagt, jeder Volksschüler sollte einen Laptop bekommen. Aber natürlich mit der Finanzsituation in Linz, ich weiß nicht, inwiefern Sie informiert sind, aber wird sich das wahrscheinlich nicht wirklich ausgehen. Aber der Herr Direktor Bammer hat es geschafft mit Sponsoren und natürlich sind die ja auch nicht immer für alles zuständig, sondern wir zahlen ja auch Steuern, um die bestmögliche Bildung unseren Kindern zur Verfügung zu stellen. Herr Dr. König, wie war es bei Ihnen? Sie haben ganz viel aufgeschrieben. Ja, ich habe... Hallo? Geht das? Okay. Ja. Ich habe die Zettel da drüben hängen lassen, weil ich sie rausgeschrieben habe. Also an diejenigen, mit denen ich mich unterhalten habe, das wird nicht ignoriert, sondern das ist alles da drauf in verkleinerter Form. Ja. Das Interessante bei unseren Gesprächen hinten war, dass wir dass sich eigentlich alles sehr entlang einer Linie entwickelt hat. Das war eigentlich ein großes Thema. Das kann aber auch daran liegen, dass ich auf alle Fragen mehr oder weniger die gleiche Antwort gegeben habe. Ja. Im Grunde war es so, wir haben ursprünglich darüber gesprochen, wie das ausschaut, also da haben wir geredet mit dem Problem des Artificial Conflict, also das Problem, dass wir in einem Spiel etwas haben, was uns sozusagen motiviert oder was uns sozusagen hilft, uns spielerisch zu verhalten, nämlich dass es zwar einen Konflikt gibt, der uns antreibt, dass der aber eben künstlich ist. Ich hoffe, ich habe die Frage überhaupt richtig rum verstanden, weil man könnte es ja genau andersrum auch verstehen. Okay. Und die Frage hat sich auch wieder auf den schulischen Einsatz bezogen, in dem der Konflikt dahinter ja eben nicht künstlich ist, nämlich dieser Konflikt zwischen auf der einen Seite möchte ich sozusagen möglichst interessante Sachen machen oder uninteressante Sachen nicht machen, also ich möchte es angenehm haben und auf der anderen Seite droht mir eine schlechte Note, die als ernste Konsequenz wahrgenommen wird. Ja. Die Antwort darauf war unsere vier Gespräche haben sich eigentlich alle dann um das gleiche Problem gedreht, nämlich darum, ja okay, warum nehmen wir manche Konsequenzen als, naja, das ist ja nur im Spiel, das ist okay, das halte ich aus zu verlieren und dann gibt es diese anderen Konsequenzen, diese Dinge, wo ich sage, aber ich schaffe die Schule nicht, aber ich verliere den Job oder ich habe Lohneinbußen. Ja? Und das ist immer wieder gekommen, dass wir auch, wie wir gesprochen haben, über die Möglichkeit, über Gamifizierung vielleicht innovatives Denken zu fördern. Das ist gekommen bei der Frage, wie wir Arbeitsprozesse selber spielerischer
gestalten können, also nicht nur mit Spielen verknüpfen oder mit Spielelementen, sondern die Prozesse selber aufzubrechen. Und ganz kurz, das Letzte kann ich jetzt doch nicht ohne Brille lesen. Ja, also grundsätzlich immer wieder diese Frage, wie wir diese spielerische Haltung fördern können, die eigentlich der Kern von Spielerfahrungen ist oder sein sollte. Und das, was immer wieder hinausgelaufen ist, ist diese Frage einer Möglichkeit einer Pufferzone. Also zu sagen, wieso schaffen wir das nie oder wann schaffen wir das und wie können wir das in mehr Bereichen schaffen, dass wir sagen, die Handlungen, die wir in dieser Situation setzen, die haben Konsequenzen, aber diese Konsequenzen sind nach Möglichkeit auf diese Situation beschränkt oder wir nehmen sie als beschränkt wahr, damit wir uns ein bisschen freier und spielerischer und innovativer und kreativer bewegen können. Und in dem Sinn würde ich das gern aufgreifen, das immer wiederkehrende, der Ernst des Lebens, also Ernst und Spiel ist ein sehr kompliziertes Thema, ja, da gibt's, kann man auf verschiedene lange Arten angehen. Lange darüber diskutieren. Genau, ja, ich komme eh zum Punkt. Ich habe den Wink verstanden. Ja, aber das ist so. Nein, aber dass das ist ein bisschen meine Zukunftshoffnung, dass wir durch Gamification vielleicht eben auch verstehen und lernen, Dinge, die vielleicht gar kein Spiel sind und wo wir kein Spiel daraus machen, aus einer spielerischen Linse zu betrachten und Wege zu finden, sozusagen, wie können wir die Erfahrung quasi ein bisschen abgrenzen von dem, was wir scheinbar als so wahnsinnig wichtig und ernst wahrnehmen und Dinge vielleicht auch weniger ernst nehmen und vielleicht auch im Schulbereich eher zu sagen, also nicht, also das heißt ja ganz oft nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Aber das ist vielleicht manchmal genau das Problem, das es vielleicht öfter heißen sollte. Na, nicht für das Leben, für die Schule lernen wir hier in dieser Situation und wir versuchen hier Dinge auszuprobieren, rauszufinden. Und später werden wir rausfinden, ob es uns in bestimmten Bereichen was nutzt oder schadet. Das wäre jetzt so mein... Auch philosophischer Ansatz für diesen Abend. Oder eine kurze Zusammenfassung. Danke. Super, Herr Professor, was war bei Ihnen das Drängendste bzw. das Interessanteste, was mit Ihnen besprochen wurde? Also es gab einige Fragen zur Wirksamkeit von Gamification und zur Sinnhaftigkeit natürlich auch. Zum Beispiel wurde gefragt, wie man den Erfolg von Gamification messen kann. Und üblicherweise, wenn man eine neue Methodik zur Mitarbeitermotivation einführt, gibt es meistens ein Davor und ein Danach. Also natürlich hat man die üblichen Unternehmenskennzahlen, nicht nur zum Umsatz, zu den Services, Dienstleistungen, die man also verkauft hat, sondern natürlich auch vielleicht zur internen zur Anzahl der Krankenstandstage, die vielleicht auch zur so korrelieren. Zur Fluktuation genauso. Und da kann man dann natürlich ein Davor und ein Danach, also wie haben wir kurz vor der Einführung ausgeschaut und wie schauen wir jetzt ein paar Monate danach aus, aber natürlich auch zur Korrelation zwischen dem Erfolg im Spiel, den ich wahrnehme und da tatsächlich den Nutzen zum Unternehmen. Mhm. Und tatsächlich soll ja die Gamifizierung hauptsächlich eine Kommunikation sein, die über den erbrachten Nutzen auch Auskunft gibt und das auch ein bisschen sichtbar macht und ein Feedback gibt. Mhm. Zur Akzeptanz bei Führungskräften in Österreich sicherlich eine eher schleichende Sache. Ich glaube auch weltweit hat es nicht den Impact, den es haben könnte. Diese 80% wurden schon erwähnt, davon sind wir weit entfernt. Ich glaube, Firmen, die innovativer sind, denen Mitarbeiter sehr, sehr viel bedeuten, die auch sehr davon abhängen, dass die Mitarbeiter motiviert sind, trauen sie vielleicht ein bisschen mehr. Die ganze Firma auf so etwas umstellen, das ist sicherlich eine schwierige Entscheidung und die wird man sich sehr gut überlegen müssen, ob ich alle meine Prozesse gamifiziere, ob ich mich das traue. Also da muss man schon gute Gründe haben dazu. Zum Thema Motivation wurde gefragt, dass zum Beispiel hinsichtlich Lernen, dass man Lerner eher dazu motivieren kann, sich selbst zu motivieren und dass Gamifizierung eben möglicherweise eine aufgepfropft ist und nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen versucht, auch in meinem Vortrag zu zeigen, dass Gamifizierung ein Versuch ist, um die Grundlagen für Selbstmotivation auch zu bringen. Also dass ich
die Grundlagen, die vielleicht in vielen Firmen einfach fehlen, weil es keine Feedback-Kultur gibt, keine Wertschätzungskultur gibt, weil die Leute einfach nicht wissen, wo sie stehen, dass diese Prozesse einfach transformiert werden in eine Kultur, in der diese, in diese intrinsischen Motivationsfaktoren einfach gelebt werden. Und dann können die Leute vielleicht wieder auch aus sich selbst heraus motiviert werden. Und die fehlende Sicherheit wurde auch angesprochen, die Freiheit, auch Fehler machen zu dürfen, ist natürlich im Arbeitsumfeld ein bisschen tricky. Da werden Fehler vielleicht nicht so gern gesehen, zumindest nicht im großen Ausmaß. Wenn man sich die Forschung anschaut, Langzeitmotivation bei Spielen, also zum Beispiel bei Actionspielen, die eine Herausforderung bieten, das lebt davon, dass ich herausgefordert bin, dass ich es nicht so einfach schaffen kann, sonst habe ich auch keinen Fortschritt, sonst habe ich auch keine Transformation, dass ich besser werde. Und da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass in konkreten Situationen, wo es darum geht zu gewinnen oder zu verlieren, da ist die perfekte Ratio etwa 50-50, also damit ich Langzeitmotivation habe, dass ich das als Challenge erlebe, die nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Also man sollte in etwa 50% der Zeit scheitern. Im Arbeitsumfeld scheitert man natürlich auch. Das sollte vielleicht nicht dann der Fall sein, wenn es um Prozesse geht, die für die Firma lebensnotwendig sind. Also wenn ich jetzt im Kernreaktor Dinge baue, kann ich es auch gamifiziert nicht erlauben, dass die Leute 50% der Zeit scheitern. Allerdings kann ich das natürlich in einem anderen Kontext schon zulassen, wenn es zum Beispiel um harmlose Competitions geht. Also der Klassiker ist, in manchen Firmen gibt es schon so Gruppierungen, die Leute finden sich in etwa zu gleich großen Gruppen zusammen und dann werden Schritte gezählt und die Gruppe, die meisten Schritte produziert hat, die gewinnt quasi, vielleicht auch einen kleinen Aufenthalt, einen kleinen Urlaub oder etwas, nicht? Also da gibt es eine kleine Competition zwischen Gruppen, vielleicht auch zwischen Standorten, und das erleben die Leute wirklich als motivierend, und die gehen dann tatsächlich 10.000, 20.000 Schritte am Tag, weil sie diese Challenge haben, und einer gewinnt und sorry, und die anderen verlieren halt, nicht? Aber das wird nicht als so mühsam oder so böse erlebt, weil, wie wir heute auch eingangs erwähnt haben, dass Dabeisein schon für alle als motivierend und als Gewinn wahrgenommen wird. Und dann haben Sie was für die Gesundheit ja gemacht. Und das ist auch, glaube ich, allen klar, dass Sie endlich diesen inneren Schweinehund überwinden können, um vielleicht auch langfristiger ein bisschen gezündet zu sein. Jetzt abschließend, was ist denn Ihre Sicht der Dinge? Wie wird denn Gamification in 20 Jahren oder in 10 Jahren umgesetzt sein? Werden wir die 80% schaffen? Kann dem Kollegen nur beipflichten, Vorhersagen sind sehr, sehr schwer, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist wirklich eine Kunst. Ich bin selbst mit meinen Vorhersagen schon grandios gescheitert. Über den Zeitraum von einem Jahr hinaus zerfließt das in eine Art Quantenschaum von Möglichkeiten. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Technologie sich weiterentwickelt, welche Devices wir haben werden. Klar ist, dass Spielen immer funktioniert hat, von kleinen Kindern bis zu ganz großen Kindern. Wenn Sie fragen, wenn Sie irgendeine ältere Dame fragen, spielen, sie sagt, die entrüstet, nein, natürlich nicht. Und dann kommt man drauf, dass sie am PC solitär spielt. Naja, das ist halt nicht das, was man vielleicht im Kopf als Shooter-Game hat, also spielen, wieder spielen ist gleich, bum, bum, aber es ist trotzdem eine Form von Spielen. In dem Sinn weiß ich nicht, wie es aussehen wird, ich weiß nur, es wird gespielt werden. Danke. Herr König, vor 10 Jahren haben wir uns ja nicht vorstellen können, dass wir alle mit diesem Gerät durch die Gegend laufen und nicht einmal mehr auf die Straße schauen, geschweige denn, es hat es ja gar nicht gegeben oder gerade erst. Das Mooresche Gesetz sagt ja, dass alle 18 Monate die Transistorprozessoren von der Leistung her verdoppelt werden. Wenn wir so weitergehen, könnten wir fast die 80% ja schaffen, oder? Ja, aber die Frage ist halt, also das ist jetzt sehr von der technischen Seite gedacht. Ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen, also wenn im Kern ist für mich Gamification, also setzt Gamification ja da an, dass wir Spiele verstehen und das nutzen, um andere Situationen oder Abläufe zu verbessern, die im Zuge dessen auch besser zu verstehen. Und ich glaube, der Punkt ist, dass wir sind in der Frage, was Spiele können, nämlich nicht jetzt sozusagen konkrete Computerspiele, aber quasi, was geht da eigentlich noch einfach nicht durch, genauso wie wir noch nicht ganz verstanden haben, wie funktioniert eben Motivation in Spielen, außerhalb von Spielen. Ich glaube, bis wir dort sind, wird unsere Vorstellung von dem, was wir schaffen wollen, schon eine andere sein.
wäre jetzt so mein erster Gedanke. Ja. Also wir schaffen sie nicht. Ich glaube, wir schaffen es, aber dann geht es uns schon um was anderes. Okay. Pasfiri, machen wir es ein bisschen kurzfristiger. Wie sieht es in 5 Jahren zum Beispiel an der FH Johanneum in Graz machen aus? Machen wir es ein bisschen noch kurzfristiger. Okay, in 6 Monaten. Weil ich habe vergessen, hier über Fortbildungsmöglichkeiten zu sprechen für Lehrer im Bereich Videospielen. Und in der nahen Zukunft kann jede Person hier im Raum eine Karte von mir haben und mir eine E-Mail schreiben und ich schicke Ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir an der Fachhochschule Johanneum in der nächsten Zeit anbieten werden. Also das ist die sehr kurzfristige Okay, Zukunft. Und vielleicht verbinden Sie sich auch mit den beiden anderen, damit es in ganz Österreich vielleicht auch noch geben kann, in Kooperation mit anderen FHs, weil es wäre dann sicherlich auch das ist sehr spannend und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren genug Projekte bekommen in dem Bereich, dass wir auch Lehrende da in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen können und Spiele entwickeln können, die für den Schulalltag tauglich sind und da viel Erfahrungen gewinnen können in der Umsetzung. Also das wäre mein Zukunftswunsch. Wunsch, okay. Weihnachten ist noch bisschen entfernt, aber wir werden es aufgeben. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank für Ihr Interesse, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben heute sehr viel gelernt. Es war total spannend, wie eben die beiden, also in Bildung und in Arbeit, diese Ansätze umgesetzt werden können. Es hat mich sehr gefreut, hier Sie begleiten zu dürfen. Und im Sinne, also im Auftrag der Zukunftsakademie sage ich Ihnen noch, dass hinten noch eine kleine Erfrischung für Sie bereitsteht. Und im Sinne der Einladung sage ich jetzt Game Over und schönen Abend noch. Dankeschön. Applaus